Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Green Hell. Wir sind wieder da, wir sind bei Lambda 2 und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Hier ist ein fetter Bambuswald und wir haben diese Ritualstätte gefunden. Ich habe keine Ahnung, was uns hier gleich erwarten wird, aber es wird bestimmt unheimlich. Hier sind wir, die Ritualstätte haben wir gerade gefunden und jetzt sollen wir hier so ein bisschen in diesen verbrannten Bereich laufen. Ich bin sehr gespannt, was das bedeutet. Ich bin sehr gespannt, wer oder was uns hier erwartet. Bis jetzt noch niemand. Schauen wir mal. Zeremonielle Schüssel. Warum will ich immer Schlüssel und Schüssel? Warum mache ich das immer? Wir brauchen auf jeden Fall ein kleines Feuer. Weil ich ganz ehrlich zu euch bin, das Erste, was ich hier oben gerne hätte, wäre eigentlich ein Schlafplatz. Lass uns mal einen Schlafplatz bauen. Dass, falls es hier gleich dunkel wird, können wir hier schlafen. Was steht hier eigentlich? Machen wir gleich. Lass uns erstmal einen Schlafplatz bauen. Erlaubt ihr das Spiel zu speichern? Joa. Das klingt doch gut. Können wir das hier irgendwo hinsetzen? Okay, hier schon mal nicht. Wir könnten es hier hinsetzen, aber ob das so eine gute Idee ist, weiß ich halt nicht. Aber wir machen es einfach. Solange es uns das Spiel erlaubt, machen wir das auch einfach. Haben wir hier diese Blätter? Haben wir hier, ne? Ich weiß nicht. Doch. Haben wir hier. Hier hat was gekruspelt. Ist hier irgendwo kleiner Spinnenmann oder sowas? Ih. Da geht's, glaube ich, in eine Höhle, kann das sein? Aha. Ach, guck mal. Hier können wir schlafen. Leider nicht speichern, aber schlafen. Gut, dann brauchen wir theoretisch gesehen das Ding eigentlich nicht, wobei wir halt hier nicht schlafen. Wir können halt hier nicht speichern, ne? Wir können hier leider nicht speichern. Das ist immer das Blöde. Aber guck mal, hier hat auch jemand seine Kokosschalen vergessen. Hört auf, euch drüber lustig zu machen. Es vergessen immer mehr Leute ihre Kokosnussschalen. Ja, ist halt leider kein Savepoint da, ne? Das ist ein bisschen blöd. Aber das macht ja erstmal nichts. Wichtig ist, dass wir erstmal pennen können. Das reicht eigentlich schon erstmal. Ich meine, so viel haben wir ja bis jetzt noch nicht erlebt. Was ist hier? Obsidian-Klinge. Wie, du hast keinen Platz mehr im Rucksack. Geht's noch? Ich mag es nicht, dass es hier immer kruspelt. Seerosenblüte. Okay. Wieder ganz komische Zeichenmalereien da auf dem Boden. Lass uns mal ganz kurz ins Dingens hier reingucken. Wir haben ja ein paar neue Infos bekommen. Ein abgestürztes Flugzeug, das kennen wir ja bereits. Lambda 2 ist also ein heiliger Ort, an dem die Yappahuaca, ihr wisst Bescheid, herstellen. Sollte ich nochmal davon trinken? Ich kenne das Rezept schon. Ich muss mich daran erinnern, was passiert ist. Naja, du warst übelst dicht, Bruder. Es hat ordentlich gezwirbelt in der Birne. Ja, ich warte eigentlich nur darauf, dass es gerade dunkel genug wird zum Schlafen gehen. Aber wir brauchten. Was brauchten wir denn nochmal? Wir brauchten diese eine komische Pflanze, diese kleine Blüte brauchten wir. Wir brauchten von so einem riesigen großen Baum einmal die Liane. Es könnte so ein Baum hier gewesen sein, theoretisch gesehen. Nee, der ist auch zu klein tatsächlich. Der ist nicht groß genug. Das sind die falschen Lianen. Könnte sein, dass wir vielleicht mal kurz weg müssen, um uns diese Blüte zu holen, also die Liane zu holen. Ich weiß nicht, ob es hier Bäume gibt, die groß genug sind. Das war so ein ganz großer Baum mit so einem fetten Stamm. Nee, nee, das ist zu klein hier alles. Ja, müssen wir bei Gelegenheit mal gucken, ob wir das vielleicht managen können. Wir gucken mal, dass wir uns hier vorne gerade mal, ich glaube, hier müsste gehen. Hier so ein paar Kokosschalen hinstellen. Wir haben ja gerade noch zwei schmackhafte gefunden. Was war das gerade für ein Geräusch? Habt ihr das auch gehört? Klang wie der Blob oder so, keine Ahnung. Das hat sich wirklich ungesund angehört. Na gut, pass auf. Die zwei Kokosschalen lasse ich mal hier stehen.
Ansonsten, wir haben Seerosenblüten bekommen. Keine Ahnung, was wir damit machen sollen. Und sind wahrscheinlich auch für irgendwas gut. Vielleicht müssen wir die in den Topf mit reinschmeißen. Wie gesagt, und ansonsten warte ich eigentlich gerade nur drauf, dass wir gleich schlafen gehen können. Am nächsten Morgen ballern wir uns dann ein bisschen was rein. Ich gucke gerade mal die ganzen Pilze, die wir hier haben. Die verwelken bald. Das heißt, wir pfeffern die uns jetzt rein. Und die können wir zerstören, weil die sind sowieso im Arsch. Schokoriegel und das ganze andere Zeug, das geht zum Glück nicht kaputt. Dose haben wir hier noch. Ja, Dosenkäse, das wird ja auch alles nicht schlecht, ne? Das würde ich vielleicht erstmal aufheben, dass wir dieses ganze Dosenzeug erst dann essen, wenn wir wirklich nichts anderes gerade mehr in der Nähe haben. Und wenn wir wirklich gar nichts mehr haben, was wir noch irgendwie gebrauchen können. Ja. Und ansonsten können wir nochmal kurz ins Tagebuch reingucken. Wir haben hier was Neues bekommen. Erkunde den verbrannten Bereich der Karte. Das heißt, wir sollen hier ein bisschen rumgucken. Das machen wir auf jeden Fall mal. Und hier haben wir wahrscheinlich eine neue Frucht bekommen. Und zwar die Seerosenblätter, würde ich mal behaupten, oder? Kotzi, Kotzi, Kohle, Kohle. Beste Frucht. Unbekannte Zwiebel. Tabak, unbekannte Kräuter. Seerose. Seerose. Boah, ich weiß nicht, ob ich die essen will, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Seerose wirklich probieren möchte. Irgendwie nicht. Nee, irgendwie will ich das nicht. Wäre wahrscheinlich halt am besten, um einfach mal zu probieren, was da so bei rumkommt. Aber wahrscheinlich sollten wir das eher nicht tun. Wir schlafen mal, komm. Bis 2 in die Nacht. Wie gesagt, ich hätte trotzdem eigentlich gerne einen Punkt, wo wir speichern können. Ich glaube, wir bauen trotzdem das Ding da vorne, bauen wir trotzdem mal fertig auf. Einfach nur, hier ist nichts nachts, ne? Nö. Einfach nur, damit wir was haben, wo wir safen können. Ich weiß, wir haben unten theoretisch gesehen einen Speicherpunkt, aber ich will jetzt nicht runterlaufen, dann wieder hochlaufen. Das ist ja. Das will man ja nicht. So, wie sieht's mit den Stats aus? Okay, bisschen Fett brauchen wir. Wir haben leider keine Fettnuss dabei. Das ist nicht gut, aber wir haben Nüsse dabei. Ich würde die aber vielleicht erstmal nicht essen, sondern noch ein bisschen warten. Bisschen Kohlenhydrate können wir theoretisch gesehen eigentlich mitnehmen. Das verbrauchen die haben wir relativ gleichzeitig gefunden hier, ne? Ja, komm. Einfach rein damit. Geregnet hat es wahrscheinlich nicht, schätze ich mal. Okay, dann müssen wir da halt noch ein bisschen warten. Ja, wie gesagt, ich würde gerne das Ding hier fertig bauen. Dass wir einfach ein bisschen gespeichert haben. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Lass mal hier so einen Busch mitnehmen. So. Come to me, you little tree. Sehr gut. Stock, 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 stock. Stocksche, Stöcksche, Stöcksche. Und den nehmen wir auch noch mit. Schmömp. Okay, dann lass uns. Ach, das ist das Knochenmesser, was wir da hingeschmissen haben. Lass uns das mal fertig bauen hier, komm. So, da brauchen wir 3 lange Stöcke. Haben wir hier noch einen dünnen Baum irgendwo? Ein dünnes Stämmchen. Sehr gut. So. Okay, wir müssen auch bei Gelegenheit mal gucken, wie es von unserer Skillung her aussieht. Man skillt ja so ein bisschen nebenbei mit. Ich glaube, wir haben gerade +1 Axt bekommen. Was auch ziemlich cool ist. Das heißt, da verbessern wir uns auch stetig. Wo waren das nochmal? Hier, hier, hier. Genau, Fäuste haben wir gar nichts. Klingen ist okay. 17 von 100, Speere 8 von 10. Äxte haben wir fast 100. Geil. Kochen 27 von 100, Feuer machen 13, Handwerk 24. Bogenschießen 19 von 100. Ja, das ist okay. Das ist in Ordnung. Töpferei haben wir gar nichts. Blasrohr auch nichts. Und Speerfischen auch. Und weil wir damals am Anfang diesen einen Fisch gesammelt haben. Oh, das war geil. Das war cool. Oh, diesen Fisch können wir bestimmt nicht fangen. Bam, fängt den Fisch. Ach, ist schon cool. Das Game ist echt großartig. Es macht wirklich eine Menge, Menge Spaß. Man braucht sehr lange, bis man reinkommt. Und Schisser wie ich, ne, ich. Wir haben kein Seil. Fuck. Oh, bitte lass hier irgendwo ein Baum mit ein bisschen Lianen sein. Der hat theoretisch Lianen, aber hat gerade keine. Der hat welche. Oh, Gott sei Dank.
Oh, sweet summer child. Summer child. Oh, sweet summer child. She's very good. So. Zack. Und dann holen wir uns mal. Ich glaube, hier vorne waren welche gewesen. Kann das sein? Ja, guck mal hier. Ein dicker, fetter Busch. Ach, und wir haben wieder Blutegel. Warte mal. Oh, wir sind wieder schmutzig. Die Blutegel sind scheinbar immer nur in der Hand. Wahrscheinlich, wenn man viel im Busch rumfummelt. Dann hat man auch viel von dem... von diesen Blutegeln scheinbar an sich. Ey, die sind alle trocken. Scam, Palme. Lol, die sind halt einfach alle trocken. Pass auf, hier einmal hin. Ja, wir sind gerade schmutzig. Ich überlege gerade, ob wir kurz einen Abstecher nach unten zum Wasser machen und uns kurz sauber machen. Machen wir gleich, wenn wir kurz gespeichert haben. Gehen wir uns kurz abwaschen. Kein Bock, dass wir jetzt irgendeine Krankheit kriegen. Nur weil wir schmutzig sind. Komm, wir knödeln das mal schnell hier rein. Okay, wir werden gerade sehr schnell sehr schmutzig. Warum auch immer. Oh, das ist das fehlende Palmblatt noch. Geil. Rein da, speichern, waschen gehen. Ah, eine morgendliche Dusche. Zack, einmal speichern. Und dann schnell waschen, bevor wir noch schmutziger werden. Natürlich immer schön links und rechts gucken. Sha-sha-sha-sha-sha-sha-lia-hia. Fuck. Gibt's nicht. Unser Speer ist leer. Das ist schlecht. Okay, wir müssen runter. Ist er weg? Hey, Bro. Oh, warte mal. Bro, du hast mein... Okay. Ein Stammesbogen. Alter, was hast du jetzt da? Einen Stammesbogen? Aber mal eine blöde Frage, wo ist denn dein Bruder hin? Ich habe euch doch beide getötet. Hä? Stockklinge. Können wir nicht mitleben, leider. Ich hab doch zwei hier getötet. Hat er noch irgendwo einen Pfeil von mir im Gesicht stecken oder so? Nee. Wir haben doch zwei Stück getötet. Wo ist denn der andere? Verstehe ich nicht. Hm. Wilde Geschichte. Okay, wir waschen uns mal ganz kurz. Das war jetzt irgendwie ein bisschen weird, aber gut. Oh, warte mal. Schlange, Spinne, irgendwas? Banane. Nein, ich hab die auch schon... Ach man, ich hab schon wieder auf Auseinandernehmen gedrückt. Ich fress die jetzt direkt vom Baum, ist mir egal. So. Stabil. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen Hydration, wir brauchen ein bisschen Fett. Tatsächlich. Sieht so aus, als würde er da immer noch sitzen, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Fett. Ich würde gerade fast überlegen, ob wir uns eine Suppe aus den Knochen kochen. Wobei, oben liegt ein Knochen. Bin trotzdem mal überlegen, ob wir uns hier eine Suppe kochen. Ist wahrscheinlich am sinnvollsten, ne? Aber ich will den eigentlich nicht auseinandernehmen, weil dann... Ich weiß auch nicht, ob wir Menschenknochen einfach so essen können. Aber wir können gerade mal gucken, haben wir hier irgendwo diesen fetten Baum? Wobei, den finden wir bestimmt oben, oder? Ja, den Baum finden wir safe oben. Ja, ja, entspann dich jetzt mal. Es regnet jetzt natürlich auch wieder nicht, ne? Jetzt, wo wir ein bisschen Regen gebrauchen könnten, gibt's natürlich keinen. Was ich nicht so ganz verstanden habe, eigentlich haben wir da unten zwei Stück getötet. Der eine ist aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund gedespawnt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir pfeffern uns jetzt doch mal die Nüsse rein, wegen Fett. Und... Eigentlich nur einen kleinen Schluck zu trinken, aber er wird wieder alles saufen fast, ne? Naja. Naja, gut, okay. Egal, scheiß drauf. Passt schon. Wir speichern und schauen uns mal ein bisschen um. Ich habe das Gefühl, das waren jetzt schon zwei Stammesleute. Ich habe so langsam das Gefühl,
Wir haben einen Speer verloren. Okay, wir haben aber den dicken Speer hier dabei, der der Heal ist. Vielleicht ist der andere auch kaputt gegangen, möglicherweise. Das kann schon sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Stammesbogen dabei. Das heißt, den anderen können wir eigentlich auch wegschmeißen. Den brauchen wir gar nicht mehr. Wir haben jetzt hier den geilen Bogen. Und der ist auch voll. Das ist richtig geil. Habe ich gespeichert? Ich glaube ja, ne? Ich speichere nochmal. Ich bin Schisser. So, jetzt ziehen wir aber mal los. Geh mal in die Richtung hier. Wir gehen in diese Richtung. Schauen links, schauen rechts, dass uns nichts angreift. Wäre nett, wenn das nicht passiert. Und dann schauen wir mal, was uns hier im verbrannten Bereich der Karte erwartet. Immer schön Augen offen halten, ob wir vielleicht diese Zutaten für diese Suppe finden. Ich glaube, ich habe da auch gerade schon was gesehen. Und zwar Schlange, 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 Schlange. Nö. Und zwar die hier. Davon hätten wir sogar noch welche gehabt. Naja, egal. Egal. So, hier geht's einmal rechts, aber ich würde gerne erstmal den Weg hier weiterlaufen. Wir brauchen diese fette Liane. Ich meine, wenn wir die hier nicht finden, wir können zurück zu unserem Lager laufen. Da finden wir die auf jeden Fall halt, ne? Ja, hier ist nämlich wieder so eine Höhle. Und hier kommen wir wieder nur rein, wenn wir das Zeug wahrscheinlich geballert haben, ne? So. The passage from the Lambda location's blocked by a rock covered in tribe paintings, like the one I told you about. Oh, you mean the disappearing rock? It's not funny. Can you help me translate what it says? All right, all right. So, the inscription goes like O-T, and the painting shows two people, one black, one blue. With a rock between them. It might be a sign for a sort of spiritual passageway. The natives believe their ancestor spirits still live in the jungle and can be reached through certain rituals. The passageway also prevents evil spirits from returning. Great, but that sure as hell doesn't help me right now. I need a sign for a physical passageway. Wait. I have an idea. Over and out. Stelle noch ein Ayahuasca her und trinke ihn. Das war mir schon fast klar, dass wir den jetzt brauchen, ne? Die Psychoria-Dinger haben wir ja schon mal dafür. Aber halt noch nicht diese komische Dingens. Diese komische. Na? Das war das Rezept hier. Eine Zutat von Ahuahuahuahuah. Kotzi, Kohle, Kohle, Frucht, Blume. Menge Elemente, Kratzerbunde, ja, nee, nee, nee. Wo war denn das? Hier. Lianenstreifen, die an den dichtesten Dschungelbäumen wachsen, den brauchen wir. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob wir den hier finden, ne? Da bin ich mir ein bisschen unsicher. Ob wir diesen dicken, fetten Baum, ob man den hier findet, weil das halt Bambusgestrüpp ist, ne? Aber ich meine, warum nicht? Vielleicht finden wir den ja hier. Wir können auch mal nach links laufen. Da ging es ja theoretisch gesehen auch lang. Speichere nochmal ganz kurz. Judgt mich bitte nicht dafür, dass ich so viel speichere. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich will nur verhindern, dass wir halt im Let's Play so ein übles Backtracking haben, falls ich sterben sollte, dass wir nicht fünfmal das gleiche machen müssen. Ich mach's. Warte mal, wie sagt Erik immer? Ich mach's fürs Team. Fürs Team mache ich das. Fürs Team. Mal schön gucken, dass hier keine Schlange im Busch sitzt. Wäre nett, wenn dem nicht so wäre. Wie gesagt, falls wir jetzt hier diesen komischen großen Baum nicht finden, gehen wir zurück ans Lager bei uns und holen das da einfach. Das ist ja auch überhaupt kein Problem, gell? Das lässt sich einrichten. Ich glaube, wir laufen hier gerade nur im Kreis, würde ich jetzt mal tippen.
Naja, sieht so aus. Hier ist, glaube ich, nichts. Und da vorne kommen wir gleich wieder zu dem fetten Stein. Hier oben sind aber im Kreis gelaufen. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir hier diese komische Liane nicht bekommen. Ich hoffe, die ist halt da hinten bei uns am Lager wieder nachgespawnt, ne? Ich bin mir da fast ein bisschen unsicher. Aber wir können ja mal gucken gehen. War vielleicht sogar richtig, dass wir zurückgelaufen sind, weil da unten sind diese Typen gespawnt, ne? Und die kamen mir schon ein bisschen gescriptet vor. Also ich habe das Gefühl, dass die da halt immer sind, wenn man dann hier war und zurückgeht. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das gewollt war, dass sie da sind. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Und wie gesagt, hier sind auch nur Bambusbäume, hier sind keine fetten Bäume. Hier ist ein fetter Baum, aber der hat halt diese Frucht nicht unten dran. Diese Liane meine ich. Ich gucke aber vorsichtshalber nochmal. Nee, der hat nur die normalen Lianen. Okay, dann lass uns zurücklaufen, komm. Wir gehen zurück nach Hause und holen uns dort die nötigen Ingredienzen. Mechanische Ingredienzen. So, pass auf. Kletterstelle und einmal runter hier. Dann überlege ich fast, ob wir doch den Dude jetzt ausnehmen. Wenn wir eh zurückgehen, könnten wir das halt theoretisch gesehen machen. Liegt der da noch? Ah, er liegt da nicht mehr. Er ist einfach disappeared. Vielleicht haben wir ja hier auch irgendwo so einen fetten Baum. Ich glaube es zwar fast nicht. Sieht mir zumindest jetzt auf den ersten Blick nicht so aus. Ne. Haben wir nicht. Haben wir nicht, gibt's nicht. Da kannst du mal hingucken, nicht? Wir müssen natürlich sehr vorsichtig sein. Es könnte jetzt natürlich sein, dass wir hier stets beobachtet werden. Und dass man hier so langsam aber sicher vielleicht auch bereit ist, uns ein wenig härter ranzunehmen, was diese eingeborenen Herrschaften angeht. Aber ich glaube, also soweit ich das mitbekommen habe oder wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja hier zwei Eingeborene. Also es gibt ja einmal die, die wir quasi gesucht haben. Und dann gibt es ja einmal die, diese Eingeborenen, die. Oh, den können wir auch mitnehmen. Oh, warte. So, sammeln. Und dann gibt es ja einmal diese Eingeborenen, die irgendwie so ein Kult sind, so ein gestörter. Also das heißt gestört, aber halt so ein Kult, der ja so ein bisschen in extremistischer Form agiert und da halt auch wirklich bereit ist, alles auseinanderzunehmen, was hier irgendwie auf die Insel kommt. Und das sind aber auch, glaube ich, die, die einen hier immer wieder angreifen wollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es aber nicht. Hier können wir hier kurz speichern. So. Und dann ziehen wir einmal weiter. Warte, wir gehen einmal hier lang. Wir müssen uns kurz abwaschen wieder. Wir sind schon wieder schmutzig. Und die Banane können wir eben hier vom Baum essen. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt habe ich gar nicht hier mich umgeguckt, ob hier vielleicht irgendwo so ein fetter Baum wächst und wir uns den Weg einfach hätten sparen können. Sieht mir aber trotzdem immer noch nicht danach aus. Also einmal kurz waschen. Wir haben schon wieder Parasiten, ne? Scheiße. Aber irgendwo Pilze? Nee, ne? Ah. Okay, wir können bei uns zu Hause aber mal gucken. Da wachsen ja immer. Hier, Kohlepilze. Oh ja, geil, 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 geil. Oh, wie viel Glück kann man haben? Wiss. Musst du eaten. Okay. Maden haben wir hier leider nicht. Schade. Hier ist unser Bettchen. Hallo. Hat es hier geregnet? Wahrscheinlich hier auch nicht, ne? Ah ja, war klar. Also wenn es hier nicht regnet, regnet es dort auch nicht. So. Hier müssen wir lang. So. Welcome home, my friend. Welcome home. So. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Es könnte sein,
Hier spawnt immer mal gerne eine Spinne, aber hier ist keine. Es könnte sein, dass der blöde Leopard wieder am Start ist. Bereit ist, uns auf die Fresse zu hauen, nachdem wir ja schon eine halbe Generation von ihm getötet haben. Hier, das ist der große Baum übrigens. Ist da so eine Liane dran? Leo. Nee. Jo, guck mal. Gut. Warte. Ich komme gleich wieder. Ich muss kurz Platz im Inventar machen. Warte, warte, warte. Aber ansonsten sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Ich denke dauernd, dass da vorne der Leopard steht, aber tut er nicht. Sieht nur so aus, tatsächlich. Sieht nur so aus. Wir speichern mal ganz kurz und dann machen wir mal ein bisschen Platz, dass wir uns diese Liane holen können. Würde uns auf jeden Fall gleich gerne, wenn wir zurückmarschieren, würde ich uns gerne eine kleine Knochensuppe kochen, die wir uns dann reinpfeifen können. Es kann auch eine Tiersuppe sein, das ist egal, wenn sich irgendwo ein freiwilliges Tier findet. Bin ich natürlich auch nicht abgeneigt, eine Tiersuppe zu nehmen. Auch das ist möglich. Ich finde es immer wieder spannend. Es gibt auf YouTube auch super viele Leute, die Green Hell spielen und einen vegetarischen Run machen. Also das heißt, ohne Tiere zu essen. Finde ich sehr interessant. Stelle ich mir aber tatsächlich sehr, sehr schwer vor. Stelle ich mir super, super, super schwer vor. Aber ich finde es interessant, dass Leute das machen. Das sind Kohlepilze, warte mal. Ganz viele sogar. Weil sie wieder ein paar Parasiten haben. Wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt die Kokosschalen hier nehme? Wir haben keinen Platz mehr, ne? Warte mal ganz kurz. Können wir hier. Die ist wahrscheinlich auch voll so langsam, ne? Ja, der kann eigentlich weg. Eigentlich kann der kleine Blätterhaufen weg. Das ist diese Dings, die brauchen wir. Federn passen hier wahrscheinlich auch keine mehr rein, schätze ich mal, ne? Hat doch ein bisschen noch. Ein Baden-Wort geht ja noch rein, nicht? Jetzt aber auch nicht mehr. Fantastisch. Die kann man auch nicht stacken? Nee, natürlich nicht. Aber so geht's. Da haben wir noch ein paar Bananensamen, aber die kriegen wir hier bestimmt auch nicht mehr unter, ne? Ah, doch, hier, guck mal. Die Lagerfeuerasche können wir auch erstmal hier hinpacken. Stabil. So. Was soll ich machen? Ach ja, ich wollte uns eine Suppe kochen. Das Feuer ist natürlich leider wieder im Arsch, ist klar. Da dürfen wir uns erstmal wieder Neues bauen. Oh, das nervt ein bisschen, ne? Dass es hier kein Feuerchen gibt, was ein bisschen länger hält. Vielleicht müsste ich das ausmachen. Ich glaube, ich müsste das Feuer ausmachen, damit das nicht immer despawnt, beziehungsweise nicht immer kaputt geht. Das wäre wahrscheinlich die Idee. Beziehungsweise so ist es wahrscheinlich auch gedacht, ne? Dass du es kaputt machst. Also nicht kaputt machst, sondern ausschaltest. Ich denke, das wird der Plan sein. Kenn, wie ich mir gut vorstelle. Warte mal. Mal den hier. Sammeln. Und sammeln. Sehr gut. Sammeln, sammeln, sammeln. Brauchen wir nicht mehr. Okay. Haben wir noch kleinere Stöcker hier irgendwo? Hier fallen doch auch manchmal diese kleinen. Scheiße, die bräuchten wir halt eigentlich, ne? Können wir. Ach, die kann man ja auch sammeln, stimmt. Ja, super geil. Perfekt. Schwimmen. Ideal. Was wir uns auf jeden Fall auch noch machen müssen, sind Pfeile. Ganz, ganz dringend. Okay, ich dachte, ich hätte jemanden gehört. Jemanden, der nicht zu unserer Party eingeladen wurde. Da muss man noch mal hart bleiben. Kannst nicht jeden zu deiner Party einladen, das geht nicht. That's not possible. Guck mal, und immer wenn wir uns ein Feuer anmachen, kommen diese kleinen Wasserschweinchen da angelaufen. Da guckt, da ist er schon wieder. Kapibara. Die sind immer da. Ich glaube, die werden vom Feuer angezogen. Die sind solche Tierchen, die werden automatisch vom Feuer angezogen. Können wir das jetzt? Okay, das klappt.
Zack. Geil. Jetzt lassen wir kurz einmal das Wasser kochen und dann müssen wir da, glaube ich, das Zeug reinpacken, ne? Wir könnten uns sogar theoretisch gesehen auch ein bisschen mehr Wasser ankochen. Ich meine, wir haben ja ein relativ großes Feuer. So. Geht das so? Ne. Okay, das ist ein bisschen weird gemacht. Das ist ein bisschen... Naja, es geht aber, ne? Es geht. Ist ein bisschen weird, aber es geht. Pass auf, wir brauchen ein paar Knochen. Ich glaube, einer hat immer gereicht, ne? So. Guck mal. Ah, lecker. Schnafti, schnafti. Gudi, gudi. So, dann machen wir uns wieder ein bisschen mehr Wasser, weil im Moment regnet es halt kaum. Wahrscheinlich, es gibt hier Regenzeiten, wenn ich mich richtig erinnern kann, hat auch jemand in die Kommentare mal geschrieben. Es gibt tatsächlich in dem Spiel Regenzeiten. Und es gibt Zeiten, in denen regnet es weniger. Und ich glaube, wir sind gerade in der Phase, wo es ein bisschen weniger regnet. Was natürlich vollkommen in Ordnung ist, ne? Es kann ja nicht immer regnen, ne? Das geht ja nicht. So, 69 von 100. Ich würde das Ding gerne voll machen, bin ich ehrlich zu euch. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir das Ding voll haben. Ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Aber wir sind ja eh gleich am Ende der Folge. Von daher passt das schon. Das kann man so als extra Goodie machen, wir das jetzt hier am Ende nochmal, damit wir unser Bidon halt einfach wieder gefüllt haben. Ich meine, einfacher wäre es natürlich, wenn wir irgendeinen großen Eimer hätten. Vielleicht kann man sich auch irgendeine größere Schale basteln, ich weiß es nicht. Geht mit Sicherheit irgendwie. Schwäß haut nur nicht wie, ne? Das weiß ich nicht. So, pass auf. Einmal voll machen den Lachs. Zack. 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 Ideal. Wir sind soweit, glaube ich, gut hydriert. Jawohl, dann können wir doch eigentlich das Wasser nehmen. Und das Feuer ausmachen. Ah, guck mal, dann bleibt das Feuer auch da. Jo, perfekt. Ich speichere. Wir gehen dann schlafen. Hören uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Green Hell. Ach komm, wobei, wir können auch jetzt eigentlich noch schlafen gehen. Das können wir jetzt auch noch machen, dann können wir nächste Folge direkt loslaufen. Dann gehen wir zurück zu dieser Zeremonienschale. Ich weiß nicht mehr, ob wir da auch Wasser für brauchen. Es kann sein, dass wir ein bisschen Wasser brauchen. Dann schmeißen wir den ganzen Lachs in die Zeremonienschale. Saufen so ein Eierhuka-Huka nochmal. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding richtig ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung. Und dann machen wir ein bisschen Freude. Dann sind wir wieder gut drauf, haben gute Laune. Und erfreuen uns an dem, was passieren wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das wird... Oh Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Das wird auf jeden Fall wild. Da bin ich mir fast schon sicher. So. Zwei Kokosschalen legen wir da hin. Wobei, drei legen wir hier hin. Und zwei nehmen wir wie immer mit. Das sind manchmal ganz komische Geräusche, die hier passieren. Habe ich das schon mal gesagt? Das ist mir letztens schon aufgefallen. Es ist irgendwie ein komisches Geräusch. Hört sich komisch an, weiß ich nicht. Egal, wir hören uns nächste Folge wieder bei Let's Play Green Hell. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin.